explosions. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Yeah! Yeah! Ich weiß nicht, ob es aufnimmt. Ich hoffe mal, es nimmt Screenshot. Ich hoffe, es nimmt auf. Ja, toll. Ja, willkommen zu... Man kann sagen... Hyper Princess Peach. Hyper Princess Peach. Ja, es ist ein... Ja, es ist halt eben einfach... So ein Spiel. Was gibt's dazu groß zu sagen? So. Fangen wir einfach mal an mit dem Spiel. Ich dachte mir... Epic Battle Fantasy 2 mache ich einfach mal nach diesem Spiel hier. Ist relativ kurz, vielleicht so 20, 30 Minuten, mehr nicht, aber... Starten wir einfach mal! The good maker Santa and his robot elves are planning to spread joy and presents all over the world. But he sure didn't give me any presents when I was a kid. If I don't get presents, no one should. Come on, Catstrike. Let's take him down before the world becomes a happier place. So, und da geht's auch schon los. Das Spiel zögert nicht lange. Ja, wir spielen hier diese ziemlich angepisste Prinzessin, die zu jedes Weihnachten gar kein null Geschenke gekriegt hat. Und deswegen mussten wir jetzt Roboter Santa töten. Ja, mega Story. Ja, so, wie ist die Steuerung? Ich bewege mich hier die ganze Zeit schon mit den Pfeiltasten hier. Hoppla, mit A kann ich schießen. Unendlich lang. Ich kann auch Autofeuer machen. Mit D kann ich eben meine Waffe wechseln. Gibt Eis, das sieht so aus. Dann gibt es noch Rainbow, das sieht so aus. Breitet die Wänden ab. Schöne Attacke, macht doch gut Schaden. Und das hier können wir unendlich lang machen. So. Gehen wir in den ersten Raum. Das Spiel erinnert mich so ein bisschen an The Binding of Isaac. Vielleicht mag ich es ja auch deswegen so sehr. Haben auch schon unsere ersten Gegner helfen. Die sind eigentlich relativ groß. So. Jetzt können wir halt eben auswählen, ja, wo wir lang gehen können. Das ist. Das macht tatsächlich auch einen Unterschied, weil jeder Raum anders ist. Hier kriegen wir einen Power-Up. In diesem Fall können wir jetzt hier mehr von diesen Ziegelsteinen schießen, sind das, glaube ich. Ja, und Gegner, was natürlich, können natürlich auch zurückschießen. Und Power-Ups sind nicht für die Unendlichkeit. Früchte bringen Bonuspunkte. Da haben wir nochmal einen Power-Up. Da können wir uns jetzt halt eben schneller durch die Gegend latschen. Und da haben wir einen Panzer. Und der geht ein bisschen aggro. So, übrigens habe ich keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, dieses Spiel auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Aber okay. Ja, das war ein Gegentreffer. Die lilane Leiste da unten ist, denke ich mal, haben einige schon erraten, unsere Energieleiste. Da oben haben wir ein Geschenk. Das würde ich sehr gerne haben. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich dem ausgewichen bin. Na. Die Panzer kommen, weg damit. So. Und geh mal lang. Oben, unten, geh mal oben lang. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Ah, da ist schon der Boss. Erkennt man an der lila Tür. Und da ist ein Power-Up. Das nehme ich auch gleich. Oh, da haben wir noch eins. Jetzt zack. Regenbogen. Hippie-Power. So, jetzt kommt der Boss. Riesiger Elf. Ja, der ist gleich mal weg. So, da oben ist Lebensleiste von Boss. Und jetzt müssen wir einfach nur in diesen Kugeln ausweichen. Das Spiel sieht jetzt relativ einfach aus. Zumindest ist das erste Level eigentlich pups einfach. Aber ab dem zweiten Level, da denkst du dir schon, Alter, das geht ja gar nicht mehr klar. Wirklich, also was da teilweise in dem Spiel abgeht, ist wirklich immer normal. Und, oh Gott, und das vierte Level wird ganz schlimm. Ach, da haben wir ihn dann schon. Das ging ja schnell. Habe ich überhaupt Schaden genommen in irgendeinem Raum? Ja, habe ich. Ich glaube, in zwei Räumen, oder? So, jetzt kommt die Endabrechnung. Wir kriegen ein Leben. Und hier wird auch noch angezeigt, wie viele Räume man ohne Schaden geschafft hat. Und dazu gibt es auch noch, ich glaube, jeweils 4.000 oder 3.000 Bonuspunkte. Nächstes Level. So, ab jetzt kommen schon die Probleme. Ab jetzt kommen schon die Probleme. Und zwar die richtig großen. Ich werde eingeengt. Da ist ein Power. Ja, Power. Boah, ich bewege mich so langsam. Ein Geschenk. Okay, da haben wir ein riesiges Krabbenmonster. Lenny lässt grüßen. Ach, ist er schon kaputt. Bewegt sich trotzdem noch halb tot durch die Gegend.
Also dafür, dass es der Weihnachtsmann ist, hat er einen ziemlichen Fetisch für Kriegsmaschinen, wenn ich mal so sagen darf. Ich bin lieber still. Boah, war das knapp, heilige Scheiße. Boah, was geht, Mann? Habe ich heute irgend so ein Skillwasser getrunken? Was ist denn das hier? Mineralwasser ohne Kohlensäure. Mit sau viel Natrium. Na lecker. Ich hasse Natrium. Gibt es wirklich so Wasser, wo das Ganze... Da ist ein Power-Up. Haben will. Ganz dringend schnell, bitte. Kettle, so, jetzt haben wir hier unsere Katze, die keine Beine hat. Schwarz-Weiß-Monster. Und ja, ist halt eben ein Schild und macht dann irgendwie die Gegner K.O. Ja, mal noch eine Katze. So, ja, mein Kreisel, das ist ein Zwischenboss. Aber der macht eigentlich gar nichts. Der geht hier nur wild durch die Gegend. Züge. Ich werde von Spielzeug attackiert. Aua, aua. Geht weg. So. Okay. Wir können oben lang. Ich gehe mal oben lang. Was ist denn da? Oh Gott, ich glaube, das war ein Fehler. Ah, das war ein Geschenk. Blaue Kugeln, muss man ganz wichtig sagen, sind zielorientiert. Also die verfolgen uns so ein bisschen. So, das nehmen wir alles mit. Ach, da ist auch schon der Boss. Alter, was geht heute? Ich nehme jetzt... Aua, kaum Schaden. Triple Shot. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich kann jetzt in drei Direktionen gleichzeitig schießen. Oder Richtungen. Direktionen. Da haben wir noch ein Power-Up. 11. Speed. Ja, Speed, eine Droge. Sehr schön. Was das für X sind, habe ich keinen blassen Schimmer. So, jetzt kommen wir zum Boss. Der ist ganz böse. Ich hasse ihn. So, wir können ihn nämlich nicht angreifen. Wir müssen zuerst hier diese eigenartigen Geschütztürme kaputt machen, damit wir ihn angreifen können. Und ja, selbstverständlich schießt die Barriere natürlich auch. Also hier hast du irgendwie alles. Aus irgendeinem Grund. Oh Gott, ich bin ja schon fast tot. Wäre cool, wenn ich das ohne Schaden schaffe. Oder ohne ein Leben zu verlieren, sagen wir es mal so. Der hat mich jetzt schon ziemlich zugemöbelt, der Boss. Na komm, geh kaputt. So, jetzt kommen wir hin. Ah, super. Jetzt verliere ich wertvolle Zeit. Ich will ihn angreifen. Oh Gott, das war viel zu wenig. Das war viel zu wenig. Und gleich der nächste Treffer. Alter, ey, das Spiel geht schon ab wie ein Zäpfchen hier. Na toll, und nächster Treffer, aber ein Volltreffer. Halligalli. Ja, geh weg. Na toll, na gut, okay. Eis. Rainbow. Macht mehr Schaden, glaube ich, oder? Geh kaputt. Nein, ganz wenig. Okay, Eis. Macht auf jeden Fall mehr Schaden als unsere Ziegelsteine oder was auch immer das sind. Außerdem ganz cool, Eis kann kleinere Kügelchen zerstören. Aber wir können es halt eben auch nicht unendlich lang benutzen, wie man sehen kann. So, jetzt mache ich dich kalt. Ich mache dich so kalt. Yes! Da haben wir ihn. Yeah! Extra Leben. Wir haben 5 Räume ohne Schaden geschafft. Ich bin ja positiv überrascht. So, nächstes Level. Nice List Chaos. Oben unten, ich gehe oben lang. Oh Gott, ich glaube, das war ein Fehler. Riesige Maschine und Elfen. Und ein cooler Elf mit der Sonnenbrille, seht ihr ihn? Und die Metallelf. Nein, nein. Geht weg, ihr Viecher. Hyper. Voll cool. Das macht mega viel Schaden. Jetzt ist Mobbing, meine Freunde. Na toll, aber ich schieße sau langsam. Oh Gott, was passiert hier? Ich habe den Überblick verloren. Okay, ich habe mich wieder gefunden. Nein, habe ich nicht. Okay, da bin ich. Dieses Spiel. Ich will das Leben haben.
Ja, ich hab's gekriegt. Glaube ich. Ja, ich hab's. Noch ein Leben. Oh Gott, oben sieht nach Tod aus, deswegen nehme ich's natürlich. Catalyze! Geil. Ist das ein UFO? Okay, das scheint mir ein Zwischenboss zu sein. Alter, seht ihr das, wie viele UFOs hier sind? Also ohne meinen Catalyze, der jetzt nebenbei weg ist, ich nehme mir das Power. Symphony of Destruction! Verschwinde, du hässliches UFO. Ja, okay. Alter! Ich bin ja vollkommen OP! Was? Oh nein, die Sense. Die Sense. Die Sense. Die hält sau viel aus und ist einfach nur nervig. Nein! Okay, sie ist weg. Wenn man mit einem Gegner kollidiert, also wenn man einen Gegner trifft, also ihn berührt, dann nehmen wir Schaden, aber er verschwindet dann, also er explodiert. Wie zwei Flugzeuge. Ich bin fast tot. Weg damit, weg damit, weg damit. Wie? Leben, Leben. Eine Sense. Eine, oder Sichel. Ne, es ist eine Sense. Mit einer Weihnachtsmütze. Oh nein, Roboter. Roboter. Ich kann, ich sehe, wo bin ich? Was geht da hinten denn ab? Seht ihr das? Was geht da denn los? Bäh. Können die schießen, die Elfen, oder was? Nee. Ach, der Panzer war das, okay. Alter, wie viel Zeugs da liegt. Aber wir haben eine Speedpille. Yay, yeah, wir sind auf Droge. Wir können uns ganz schnell bewegen. Wo ist der scheiß Boss? Da ist er. Hyper! Alter, was geschieht hier gerade eben? Power, bitte. Da liegt ein Herz herum. Give me. Ja, genau, jetzt auch noch Weihnachtsmützen. Als wäre es jetzt schon schlimm genug. Triple Shot. Ja, cool, wisst ihr was? Die Power-Ups lösen sich nämlich bei dem Boss auf. Schaut her, ich sammle Hyper ein, aber beim Boss ist es weg. Da können wir halt eben nur unsere normalen Waffen benutzen. Das ist ein Riesen-Pac-Man. Riesen-Pac-Man greift an. Aua. Riesen-Pac-Man auf Tod. Toast. Nein, Doom. Ah, Laser. Laser der Freundlichkeit. Ah. Ich glaube, mein Kommentarstil ist in diesem Spiel irgendwie besser. Ach du Scheiße. Holy shit. Dieses Spiel. Jetzt komm, rotz ihn weg. Mir ist alles egal. Rotz ihn weg. Rotz ihn weg. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Ja. Wir leben noch. Und wir haben 3 Leben fürs letzte Level. Oh, ich bin ja begeistert. Ich trinke Wasser. Bäh, also dieses Natrium, dieses Mineralwasser ist echt eine Natriumbombe von Edeka. Ho, ho, Showdown, das letzte Level. Ich hab keine Lust. Ich will nicht. Ich will nicht. Wir kriegen gleich Catalyze. Das ist saugeil. Boah, nee. Ein cooler Elf. Na, er hat auch noch eine Sonnenbrille auf. Geh mal hier hin. Zeugs. Die Dinger. Ja, die können ja schießen. Die können ja schießen. Die können ja schießen. Nee, die können ja schießen. Das sind Regenbogenperlen. Aber ich komme nicht ran. Oh, ist das zum Kotzen. Ja, genau, jetzt hier Destruction. Und nochmal. Liegt eine Erdbeere, das ist mir so wurscht. Ein Geschenk. Naja, Hauptsache es war ein Leben. Weg damit. Panzer! Speed. Oh, Panzer! 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 Ah! Wie bin ich dem entkommen? Panzer! Was geht? Ich krieg die Krise. Das ist ein blödes Spiel. Oh ne! Blödes Ding. Wo lang? Wo lang? Ich gehe hier, Lin. Ich gehe da lang. Bitte leben. Ein Geschenk. Lass Leben drin sein. Nein, nur Punkte. Was ist das für eine Riesenmaschine da unten? Ah, ich bin getroffen worden. Ja genau, mach es weg, mach es weg.
Jawohl, wenn wir nämlich landen, dann nehmen nochmal Gegner Schaden. Oh, was geht, ey? Genau, Leben. Das brauche ich jetzt. Geh weg, Vieh. So, wir können nur unten lang. Eine Sense, das hat mir gerade noch gefehlt. Geh weg. Bitte geh weg. Ich sehe da nämlich Chaos auf und mich zukommen. Oh, die bewegt sich so arschlangsam, die Prinzessin. Ja, bevor es verschwindet. Nützt mir zwar nichts, aber okay. Kommt noch irgendwas? Oder war es das? Das war's. Links oder rechts? Wo ist unser Tod? Gehen wir dahin. Noch eine Sense. Ey, ihr könnt mich mal kreuzweise. Eis. Da kenne ich jetzt nichts. Ja, richtige Richtung, Prinzessin. Geh weg. Ich bin fast tot. Okay, es ist weg. Hä? Was habe ich jetzt getroffen? Ich habe nicht aufgepasst. Ah, ja, das war eine blaue Kugel. Ein Leben haben wir noch, aber die Null zählt auch noch. Das heißt, wir haben noch zwei Leben eigentlich. Okay, das Ding ist weg. Oh Gott, da ist der Boss. Da ist der Boss. Seht ihr es? Da ist der Boss. Mecha Center. Erwartet uns. Aber ich glaube, die Chancen stehen gut, dass wir es hinkriegen. Leben, bevor es verschwindet. Vielleicht schaffe ich es ja, mit vollem Leben diesen Wahnsinn zu beenden. Catalyze. Mach es weg. Jawohl, alles ist verschwunden. Okay. Final Boss. A world of joy and laughter and presents for all. I just got a present for you, right? Okay, damit kämpfe ich lieber mit Rainbow. Rainbow Dash. Aua. Geil. Leck mich am Arsch. Der schützt sich halt eben mit seinen Händen. Wir können halt eben nicht durch seine Hände schießen. Wir können ihn nur am Körper treffen. Und unbedingt wenig Leben hat der Kerl auch nicht. Ich finde es aber cool, dass er sprechen kann. Du, das Roboter-Dings. So, der Angriff ist schlimm. Aua. Oh, gut, okay. Oh, nee, der ist ja noch viel schlimmer als der. Oh, geil. Mm. Okay, der geht. Der Angriff, der geht noch. Der ist nicht so schlimm. Der geht auch noch. Oh, wie viel Leben. Der hat nicht mehr viel. Jetzt kommen noch Elfen mit dazu, die ihm helfen wollen. Helfende Elfen. Was war das? Das schon wieder. Alles, was ich gerade eben schon gemacht habe. Oh, ich bin so doof. Okay, jetzt geht's wieder von vorne los. Vielleicht ist es ja auch ganz gut. Ja, genau, fliegen alles rein. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Hä? Was ist jetzt gerade mit der Aua? Ach, unser Rainbow ist wohl alle, oder was? Okay. Aber wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Leute, es ist gleich geschafft. Oh Gott, jetzt bloß nicht sterben. Nein. Nein. Okay, wir haben ihn. Boah, Alter, das war jetzt... Das war jetzt... Das war jetzt... Das war jetzt irgendwie... Ja, wir haben keine Leben und wir haben keinen einzigen Raum ohne Schaden geschafft. Ich bin ja begeistert, aber Hauptsache, wir haben es. So. Jetzt gibt uns der Kerl ein Geschenk, weil es ihm leid tut, vermutlich. Und ja, jetzt müssen wir weinen, weil es uns leid tut. Da fliegen wir auch schon weg mit unserer Katze. Mit dem Geschenk. Und wir sind ein bisschen traurig. Bam! Da hat uns der Hauding doch noch mal reingelegt. So. Jetzt gibt's Rache. Ja, yeah, wir haben den Weihnachtsmann getötet. Voll cool. Da wird sogar angezeigt, wie viele Schüsse man verbraucht hat. Cool. Nicht so. Awesome.
Erster Platz! Yeah! Wie nennen wir uns? Nennen wir uns Max. Mister. Nein! Aber ich denke, jemand müsste sich jetzt angesprochen fühlen. Erinnerst du dich? Ja, yeah, voll weit oben, aber auch ganz knapp. Ja, yeah, das war Hyper Princess Peach. Ach, es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad? 1 extra life score mal 8. Bosses used final attack. Half Boss Health, das ist ja schwach. Okay, das machen wir dann im nächsten Part, weil ich werde, glaube ich, nochmal das Video aufnehmen. Aber mal schauen. Wir sehen uns im nächsten Part von Hyper Princess Peach oder auch zum letzten, hoffentlich, wenn wir Goddess of Explosions machen. Bis dahin, ciao.